Und damit herzlich willkommen zurück zu Arkham Horror Mother's Embrace. Wir sind hier immer noch im Asylum und es geht uns allen nicht sonderlich gut. Und ich habe so ein bisschen auch den Überblick verloren, wo ich jetzt hin will, wo ich schon war, wo ich herkomme. Und hi. Na du? Wie geht's dir? Alles klar. Warum habe ich das jetzt bekommen? Da steht nichts davon. Okay. Ein scheinbar ruhiger Klinikpatient steht vor dir. Ich habe mein Schicksal akzeptiert, sagt er. In der Anstalt von Arkham kommt der Tod vor jeder Heilung. Seine Augen rollen nach oben, während er sich die Haare rauft. Ich bedauere nur, dass mein Rezept, mein Lebenswerk mit mir sterben wird. Niemand war würdig, es zu erfahren. Es wird mit mir sterben. Ich habe keine Ahnung. Schaum spielen lassen? Okay. Der Wahnsinnige starrt in deine Augen, als würde er eine Entscheidung abwägen. Ja, ruft er schließlich. Ja, du bist würdig. Er beugt sich zu dir vor und flüstert zwei Anteile klaren Rum, ein Teil trockenen Wermut und einen Spritzer Orangenlikör. Ein Schluck auf dringt aus seinem Mund und er meint, vor der Prohibition war ich Barmann. Als er davon wandert, kichert er und spricht mit sich selbst. Und er lässt sich ziemlich durstig zurück. Schon wieder ein Rezept. Das war's wert, hey. Komm, wir haben ein neues Rezept bekommen. Stell dich jetzt mal nicht so an, Roland. Tagträumerei. Ah, ich dachte, er hat jetzt schon drei. Ach, guck mal. Cool. Ich wusste gar nicht, dass er... Na, immerhin, ne? Ich dachte, es ist schon sein drittes Trauma. Dann ist ja nicht so schlimm. So, wo sind wir jetzt? Ich habe hier drei Türen, durch die ich durchgehen kann. Ah ja, die hier noch. In die Wand sind Worte gekratzt. Was tue ich hier? Wer ist dieser O'Banion? Ich bin mir sicher, dass ich es nicht bin, aber ich bin so verwirrt. Können Sie recht haben? Das muss so brutal sein, wenn man eingeredet bekommt, man ist jemand und man ist sich aber sicher, man ist diese Person nicht. Das muss echt brutal sein. Okay, aber wir wollten... ich kann ja einfach ins Tagebuch gucken. Entkommen aus der Nervenklinik. Okay, finde den Code. Wir müssen noch zurück ins Büro... Weil wir jetzt wohl den Code für den Safe haben. Ich weiß zwar nicht, was er ist. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich zurückkomme. War das hier direkt der Eingang? Ich glaube, das hier war direkt der Eingang. Müsste hier das Büro sein, ne? Nee. Oh Gott, ich habe mich volle Rotze verlaufen. Warum ist... War die Tür vorher auch schon auf? Nee. Hi. Erstellt euch mal nicht so an hier. Ein Patient sitzt in diesem Raum vor Panik erstarrt. Er blickt auf etwas, das neben ihm auf dem Boden liegt. Du hattest etwas Furchteinflößendes erwartet. Diese Nervenklinik ist nicht gut für die geistige Gesundheit, aber du fühlst eine gewisse Erleichterung. Dreckige Bandagen. Die kannst du behalten, mein Lieber. Die kannst du behalten. Okay. Das heißt, das hier ist der Raum. Gut, das heißt, wir müssen wieder zurück. Also hier habe ich gerade überhaupt keinen Orientierungssinn mehr. Und dann... Da lang. Okay, und hier müsste dann doch jetzt irgendwo das Büro gewesen sein mit dem Tresor. Das war ganz am Anfang. Hier? Ich glaube, hier war das, oder? Ne, das war der Aufenthaltsraum. Okay, wieder raus, bevor wir wieder wahnsinnig werden wegen der Spieluhr. Oh, Moment, was war mit der Tür? Ah ja, hier war er. Hätte ich ihn doch jetzt fast übersehen. Das wäre natürlich doof geworden. Okay, wir haben den Code, sagt sie. 1 ist die 12. 2 ist die 34. Und 3? Hm. Okay, dann ist es die 3 scheinbar. Nee. Vierunddreißig, 21. Oh Gott.
Ich verstehe es nicht. Was ist denn das für ein Rätsel? Eins, zwölf und 34, 2. Okay, also. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme die 20. Die ist falsch. Okay. Ach, fuck, jetzt müssen wir nochmal von vorne, oder was? 34. 21, 12. Aha, okay. Also eine Zahl hat uns offenbar gefehlt, aber wir haben sie doch. Aber wir haben jetzt eine Automatik. Okay, wenn ich die jetzt auf zerstöre, kriege ich dann die Kugeln wieder? Ich glaube. Okay, aber wir nehmen die Automatik. Aber die möchte ich im Endeffekt ihm geben, weil er einfach der deutlich bessere Schütze ist. So. Okay. Ich weiß, dass wir die Uhr übrigens mitnehmen ins nächste Szenario. Deswegen bin ich nicht so begeistert, dass die quasi schon wieder voll ist. Aber jetzt nichts mehr raus hier. Wahrscheinlich müssen wir eh noch einmal gegen das Monster, gegen Hatcher kämpfen. Hier ging's raus, ne? Oder? Ich glaube, hier ging es raus und da wabert es schon wieder. Ja, natürlich. Okay. Oha, jetzt kann er sogar zweimal schießen mit der Automatik. Nice. Aber sie macht nicht so viel Schaden, aber das ist egal. Okay. Tja, den Wiedergeborenen oder die Doktoren? Erstmal die Heiler weg, oder? Und dann gerade den gleichen nochmal. Nochmal ein Crit. Das läuft optimal. Das war super. Und dann haben wir immer noch Feuerschutz. Jawoll. Ich kann immer noch einmal Feuerschutz geben. Die Automatik gefällt mir. Natürlich darfst du noch angreifen. Natürlich. Natürlich. Natürlich sehe ich genauso. Okay. Wir erhöhen mal ein bisschen seine Verteidigung. Kein Wildzaubern. Sehr gut. Und den restlichen Aktionspunkt benutzen wir zum Bewegen. Wie? Hast du deine Runde übersprungen oder was? Okay. Gut. Besessener Doktor, kriegt der Kugel in den Kopf. Kritisch. Das finde ich sehr gut. Einige Kugeln wurden gestohlen. Nein, meine Kugeln! Und sie kriegt das nächste Trauma. Habe ich gerade gesagt, das läuft gut? Ich habe mich geirrt. Ungenau. Die Chance auf einen kritischen Treffer ist leicht verringert. Okay. Kann ich ja gerade noch so mit leben. Aber sie ist betäubt. Damit kann ich nicht leben. Okay, erstmal mache ich, glaube ich, das hier. Wieder ein Crit. Roland ist super. Roland finde ich gut. Ich habe nur Angst, dass ich Roland beim nächsten Mal zu Hause lassen muss, weil er schon zwei Traumata hat. Und dann schieße ich nochmal, weil ich sonst nichts mehr machen kann, die Runde. Und Runde beenden. Hör doch auf, alle zu stunnen. Das muss doch jetzt echt nicht sein. Okay. Du darfst dich ranbewegen. Und ein bisschen filettieren. Mit dem Brieföffner. Hau drauf. Sehr gut. Und dann warten. Okay.
Du darfst nochmal schießen. Glaube ich. Sehr gut. 6 Schaden. Ist immerhin 6 Schaden, ne? Okay. Feuerschutz? Bringt das was? Ich glaube nicht, ja. Aber ich glaube, bei ihm steige ich jetzt langsam auf das Rohr um, weil wir ja auch gerade Kugeln gestohlen wurden. Auch wenn es nice ist, zweimal angreifen zu können. Und der Körperschutz hielt nur eine gewisse Zeit. Oh Gott. Warum fragst du mal, ob du was Falsches gegessen hast, wenn du von einem Alien angekotzt wurdest, gute Frau? So, du darfst mal mit dem Hackeball drauf. Ja, klar. Es ist der letzte Kampf, da ziehen wir jetzt nochmal alle Register. Jawohl. Aufs Maul. I pity those trapped inside the asylum, but the risk of the creature's escape is too great. A wise decision, my friends. You couldn't possibly overcome such a powerful foe. Let's get out of here before it reaches us. Okay, der Wahnsinn greift nach dir. Professor Tillingers Leiche ist vom Friedhof verschwunden. Noch in derselben Nacht verfiel der Friedhofwärter Albert Hatcher dem Wahnsinn und wurde in die Nervenklinik von Arkham gebracht. Wenn Sie erfahren wollen, was in dieser Nacht geschehen ist, scheint es nur logisch zu befragen. Warum blinkt die Hauptzielquest Suche den Friedhofswärter? Haben wir den nicht geschafft, oder? Ich meine, wir haben ihn gefunden, sogar dreimal, und haben ihm dreimal den Schädel eingeschlagen. Oh Mann, wenn ich mir dieses Trauma da links angucke. Autsch. Ich hätte jetzt gern nochmal einen ganz frischen, den ich dann zusammen mit Agatha losschicken kann. While I remain dubious that it will help, feel free to visit the herd of Al-Gidi in New Orleans. If you do, please convey my regards. No doubt you will find them every bit as delightful as I do. Okay. Und da ist schon wieder der Cursor im Bild. Warum ist schon wieder der Cursor im Bild? Ach, spielen. So. Die Ermittler, die im Büro bleiben durften, konnten sich ein wenig ausruhen. Ihr Verstand hat sich etwas erholt. Oh Gott, ich glaube, du musst alleine gehen, Agatha. Oh Mann. Sie muss auf jeden Fall eine Runde hier bleiben. Also, drei Traumata. Ja, auf jeden Fall Agatha muss mit. Und ich glaube, ich nehme ihn mit. Ja. Gut. Dann auf jeden Fall kriegt er den Revolver oder die Pistole. Das Messer ist zerstört. Es ist zerstört. Das ist halt noch fast neu. Deswegen kriegt sie es wieder. Ich nehme jetzt die Zigaretten mit, weil er ja jetzt süchtig ist. Sicher ist sicher. Und die Bandagen. Ich glaube, das muss reichen. Ja. Nein, ich will nicht zurückkehren. Jedes Mal. Oh Mann, okay. Setze die Fähigkeiten deiner Mittler mit Bedacht ein. Roland Banks ist zum Beispiel ein Meisterschütze und schießt dafür einen Aktionspunkt weniger. Ich weiß. Habe ich festgestellt. Hilft mir aber nicht, wenn ich keine Kugeln habe, weil irgendein Monster sie mir geklaut hat aus meiner Tasche. After learning about my connection to the herd of Al-Gidi, you contacted them for more information on my studies. They invited you to visit New Orleans, where they promised to share the results of their research. During an otherwise cordial meal, the members of the herd of Al-Gidi began discussing comets and strange rituals associated with their passage. Your suspicions arose too late. Outnumbered, you soon became captives
of the Herd of Al-Jidi. Yay! Ich habe mich schon gefreut, auch endlich mal eine Mission, die nicht so... I'm dreadfully sorry that investigating my death brought you to such a dire end. How can you possibly escape this predicament? Und wo ist meine FBI-Verstärkung? We'll be back for you. You can count on it. Wo ist meine FBI-Verstärkung? Okay, Krüge. Ein chaotischer Haufen Gläser mit verschiedenen getrockneten Zutaten, darunter ein Zettel. Die wertvolle Ziegenmilch muss stets gekühlt werden. Die Zutaten sind zu selten, um sie hier auf dem Tresen verrotten zu lassen. Wie, ich finde sie nochmal hier. Und ein Messer. Die haben uns alles abgenommen. Oh mein Gott. Oh nein. Ey, wenn die Automatik weg ist, dann raste ich aus. Auf dem großen Tisch liegt etwas. Ja. Okay. Ein Messer. Ganz toll. Schwäche finden? Schloss aufbrechen? Okay. Endlich gibt die Tür nach. Wenn du noch etwas zu sagen hast, dann sprich über das Ouija-Brett. Ach, schön. Okay. Ja, und mit dem Messer bitte. Wie kann von hier aus unmöglich erreicht werden? Dann halt so. Immerhin hat er nur 7 Leben. Sonst würde ich jetzt hier echt in die Bredouille geraten. Die Fernkampfverteidigung der Feinde ist bis zum Ende des Kampfes erhöht. Schaden aus Fernkampfangriffen wird verringert. Das ist doch erstmal eine nützliche Strafe. Ich habe keine Fernkämpfer in dem Kampf. Das ist doch jetzt mal nützlich. Feuerschutz? Sie bewegt sich jetzt ja gar nicht mehr rein eben, aber naja. Warum nicht, ne? So, und aber jetzt boxen wir ihn tot, weil mit dem Messer, das hat ja Haltbarkeit und so. Ich hab gelernt. You did it. Now that you're free, you should take this chance to escape the mansion. Was Roland? I can't leave without my friend. Mhm. Yes, of course. You must find your friend first. Du wärst eiskalt abgehauen, oder? Diese Fenster sind fest verschlossen, so als wollte das Schicksal dir sagen, du solltest vor deiner Flucht noch deine Bekanntschaft finden. Ich wollte ja nur schon mal einen Fluchtweg finden. In der Spüle ist das Geschirr deines Mahls bei der Herde sauber aufgestapelt. Deine Gastgeber scheinen überaus ordentliche Personen zu sein. Die haben mich ordentlich weggesperrt, alright. Ein kalter Ofen, an den jemand ein Rezept geheftet hat. Ziegeneintopf. 500 Gramm Ziegenfleisch mit Knochen in Stücke geschnitten. Essig, Knoblauchzehen, eine Zwiebel, eine rote Paprika, 3 Tomaten, eine Kartoffel. Was hat's mit den ganzen Rezepten auf sich? Schloss knacken? Ja, Schloss knacken. Okay. Ah, in der Kiste findest du den besten Schatz von allen. Deine Ausrüstung. Okay. Nein, nicht verwenden. Bewegen. So. Okay. Ich glaube, sonst haben wir hier alles, ne? Und da ist schon das nächste Gewaber. Locked up in the kitchen pantry. Andrew took the other one to the servant's bedroom. I bet he'll forget the key in the living room again. Probably. If so, that'll be another corpse to get rid of. They appear to be discussing your friend. Okay. Ich muss da aber jetzt nicht rein, oder? Es reicht ja, wenn ich jetzt ins Wohnzimmer gehe und dort den Schlüssel hole, richtig? Oder? Sie haben ja gesagt, er hat den Schlüssel wahrscheinlich wieder im Wohnzimmer vergessen. Ich muss nur das Wohnzimmer finden. Und hier wabert nichts. Was? Ah, da hinten ist er. Okay, aber ich gucke erstmal hier. Eine Kiste voller Kleidung, wie sie Dienstboten tragen würden. Kann ich da vielleicht was mopsen und mich hier einfach durchsneaken? Auf dem Tisch findest du das Tagebuch eines Dienstboten. Eine Passage sticht dir ins Auge. Erst hörte ich die Schreie von oben, dann ein Geräusch, als würde etwas Schweres fallen und jemand um sich schlagen. Es klang so jämmerlich, dass ich mich fast vergessen hätte und nachschauen gegangen wäre, aber ich darf nicht nach oben gehen. Kurze Zeit später verstummte die menschlichen Geräusche und es klang, als ob da oben ein, als sei da oben ein Huftier los. Der Krach verstummt, aber ich kann nicht anders, als mich zu fragen, ob es mit dem weißen Getränk zu tun hatte, das ich vorbereiten sollte.
Und vielleicht ist es meine Einbildung, aber genau jetzt, wo ich diese Worte schreibe, glaube ich, ferne Hufschläge zu hören. Oh je. Ist ja gut, ich komme ja schon. Lass mich erst noch in die Pflanze gucken. Schrotflintenpatronen. Kriegen wir aber jetzt eine Schrotflinte demnächst? Who's there? Let me out. There you are. The door's locked. Judging by the plate, I need a brass key. Nothing in life is easy, is it? Okay. Die Tür ist verschlossen. Das dachte ich mir ja schon, aber ich muss einfach nur das Wohnzimmer finden. Ist das das Wohnzimmer? Nahe dem Eingang steht ein großer Schrank, den die Mitglieder der Herde wohl als Garderobe verwenden. Er klingt so, als wäre daran auch etwas Loses. Vielleicht etwas, das nützlich sein könnte oder was Krach macht. Durchsehen. Gut. Im obersten Fach des Schrankes findest du etwas Interessantes. Leider reißt du beim Herausholen auch eine große Schachtel herunter, die mit Getöse zu Boden fällt. Die Aufmerksamkeit der Kultisten ist dir gewiss. Hahaha. Ha, ha. Ganz toll. Wenigstens habe ich einen Revolver. Ja, triggert einen Kampf natürlich. Aber ich habe jetzt eine Fernkampfwaffe, gute Freunde. Jetzt kriegt ihr sowas von derbe aufs Maul von mir. Jawoll! Hey, Mädel, sehr gut. Nicht so gut, aber okay. Und jetzt darfst du ihm dann noch damit eins überziehen. Ach, fuck. Scheiße, ich dachte, das haut ihn sicher um, aber hatte das nicht 7 bis 9? Da waren nur wieder die Götter des RNG nicht mit mir. So, aber auf die Nase geboxt. Da liegt er. Okay. Gut, ein bisschen Leben eingebüßt, aber wir haben ja Bandagen dabei. Die verwende ich jetzt auch direkt. Und finden hier bestimmt noch mehr in diesem Haus. Eine exotische Pflanze residiert auf einem kleinen Tisch nahe beim Eingang. Du erkennst eine Calanchoe digremontiana, die im fernen Madagaskar wächst. Und du fragst dich, ob man eine giftige Pflanze wirklich so nah am Eingang der Villa ausstellen sollte. Passt. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir machen hier einen Schnitt und retten Roland beim nächsten Mal, erkunden die Villa beim nächsten Mal und entkommen hoffentlich beim nächsten Mal auch. Bis dahin. Ciao, ciao.